Der Erdogan hat die Büros der kurdischen Partei, die bei der letzten Wahl so gut abgeschnitten hat, in Brand stecken lassen. Der bombardiert seine eigene Bevölkerung mit der Luftwaffe. Da muss man aber keine Sanktionen verhängen, keine Sorge. Natürlich nicht. Der Putin behandelt seine eigene Bevölkerung viel schrecklicher. Da muss man was machen. Der Erdogan, der hilft uns doch mit den Flüchtlingen. Könnte der Putin uns die Flüchtlinge vom Leib halten, hätte der auch keine Sanktionen mehr am Hals. Wir können das schon differenzieren. In Ägypten wurden die gewählten Leute verhaftet, zum Teil zum Tode verurteilt und der Rest wurde auf der Straße zum Terrorist erklärt über den Haufen geschossen. Und dann stand in unseren Zeitungen in der Überschrift, in Ägypten wurde die Demokratie gerettet. Und die Artikel haben die natürlich in der Ukraine auch gelesen. In der Ukraine wollten sie auch nicht 4 Jahre warten bis zur nächsten Wahl. Der Janukowitsch war auch demokratisch gewählt. Das ist keine russische Propaganda. Das ist eine Feststellung der OSZE. Das ist von der UNO. Die haben das damals geprüft. Das war eine faire und freie Wahl. Frau Timoschenko hatte verloren, weil die Ukrainer die Frau loswerden wollten. Eine korrupte Oligarchin. Dass sie mit dem Janukowitsch wieder in den Mustopf gegriffen haben, war eine andere Nummer. Das ist auch ein korruptes Schwein gewesen. Aber das passiert bei einer Wahl schon mal. Aber es war eine faire Wahl. Und der Janukowitsch ist Ostukrainer. Die sprechen Russisch. Der Osten der Ukraine hat seit Jahrhunderten enge Beziehungen zu Russland. Und diesem ostukrainischen Präsidenten wollte der Westen dann ein Assoziierungsabkommen mit dem Westen aufs Auge drücken, inklusive militärischer Zusammenarbeit. Und das, obwohl wir den Russen versprochen haben, bei der Öffnung des Warschauer Paktes, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt, damit sie keine Angst haben müssen. Aber natürlich hat der Russe wie immer sein Wort gebrochen, man kennt den Russen doch. So wie damals, als er sich trotz Hitler-Stalin-Pakt hat überfallen lassen. Jetzt rückt der Russe immer näher an die NATO ran, steht schon vor Lettland. Was können wir dafür, wenn Georgien jetzt am Atlantik liegt und in die NATO will? Das ist der Klimawandel. Der Janukowitsch wollte das Assoziierungsabkommen mit dem Westen nicht unterschreiben. Und da kommt Manuel Barroso damals, der EU-Kommissionspräsident, und sagt wörtlich, die Ukraine muss sich entscheiden zwischen Russland und dem Westen. Und in unseren Medien sagt keiner, Moment mal, was ist das denn für ein Anfall von Arroganz? Wie kommen wir dazu, der Ukraine vorzuschreiben, was sie tut? Die Ukraine ein blockfreies Land zu dem Zeitpunkt. Ein Riesenland in Riesenschwierigkeiten. Die Ukraine war pleiterer als Griechenland zu dem Zeitpunkt. Milliarden Schulden in Russland, weil sie ihre Gasrechnung seit Jahren nicht bezahlen können. Zahlen sie mal 3 Jahre lang ihre Stromrechnung nicht, was die Stadtwerke dann begeistert reagieren. Die Ukrainer sind auf Russland angewiesen wegen der Gaslieferung. Oder wollen sie auf ihr Gasdeputat verzichten, um durch ein Assoziierungsabkommen den Ukrainern im nächsten Winter zu helfen? Wieso sollten sie sich entscheiden? Wie hätten sie entscheiden sollen? Wenn der Westen wirklich den Menschen der Ukraine hätte helfen wollen, wenn es darum gegangen wäre, den Lebensstandard der ukrainischen Bevölkerung zu heben, hätte man doch im Westen sagen müssen, wir setzen uns mit den Russen an einen Tisch und überlegen, wie man in der Ukraine dafür sorgen kann, dass es den Menschen da wieder besser geht. Wir brauchen ein stabiles Land zwischen Ost und West. Und wir bringen die wieder zum Blühen. Vielleicht machen wir sogar eine Demokratie daraus, eine richtige. Und die Russen kriegen ihr Geld zurück für den Gas und die können mit dem Westen Geschäfte machen, mit dem Osten Geschäfte machen und bilden am Ende eine Brücke für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Ost und West in Europa. Das wäre eine Politik gewesen im Sinne der Menschen in Europa. Aber mir ist inzwischen klar, das wäre der Albtraum der amerikanischen Außenpolitik, meine Damen und Herren. So hat man die Ukraine erpresst. Auf dem Maidan ist gar nicht für den Anschluss an den Westen demonstriert worden. Da ist gegen den korrupten Präsidenten demonstriert worden. Irgendwann war er vertrieben, da kam eine Übergangsregierung dran, von keinem gewählt. Das neue Parlament hat die Kommunisten zum Teufel gejagt und hat als erste Abstimmung durchgesetzt, dass Russisch als zweite Amtssprache verboten werden sollte. Darauf fing in dem Osten der Ukraine an zu demonstrieren. Darüber ist aber hier gar nicht richtig berichtet worden, warum die da demonstrieren. Nein, es waren von Anfang an Terroristen und Separatisten. Die Sprachregelung der Faschisten aus Kiew wurde übernommen. Denn sie wissen hoffentlich schon, dass in der Ukraine zwischen Milizen rumlaufen und offiziell Hakenkreuzbanderolen haben. Und wenn Sie sich mal das Vokabular anhören, mit dem der gewählte ukrainische Ministerpräsident über seine Brüder und Schwestern im Osten der Ukraine spricht, da errötet Goebbels im Grab, meine Damen und Herren. Und jetzt haben wir da einen schönen Bürgerkrieg, der kocht das so vor sich hin. Denn es geht uns doch nicht um die Menschen der Ukraine. Worum ging es? Es ging um Grund und Boden. Die fruchtbarsten Böden der Welt nennt man Schwarzerde. Da, wo am meisten wächst und gedeiht. Über 30% der weltweiten Schwarzerdevorkommen liegen in der Ukraine. Die alte Kornkammer der Sowjetunion. Und westliche Investoren sind seit Jahren verzweifelt auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten in Grund und Boden, denn die Ernährung der Weltbevölkerung wird das ganz große Geschäft des nächsten Jahrhunderts. Und jetzt kaufen westliche Investoren mit Hilfe von westukrainischen Oligarchen das Land da auf. Und die Menschen dürfen nur ruhig. Das alles macht mich nicht zum Putin-Fan, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich weiß, dass die Russen Propaganda ohne Ende betreiben. Ich habe aber auch gelernt, wenn der amerikanische Geheimdienst CIA sagt, es gibt unwiderlegbare Beweise, dann höre ich immer Saddam Hussein im Hintergrund lachen. Aber das ist dann doch der Unterschied, ne? Wenn die USA aufgrund von gefälschten Geheimdienstberichten den Irak komplett plattbomben, ein paar hunderttausend unschuldige Menschen massakrieren
und dann sagen, ach, der Hussein hatte die Atomwaffen ja wirklich nicht. Können Sie sich erinnern? 4 Jahre lang haben die nach den Atomwaffen gesucht, nach Ende des Krieges. Der Putin hat zwischendurch mal gesagt, wenn ich die Amis wäre, ich würde welche finden. Ist ein Widerling, der Putin, aber Humor hat er, muss er sagen. Ne? Die Amis sagen dann einfach, ja, tut mir leid, waren doch keine Atomwaffen. Ja, euer Land ist am Arsch, kaputt. Ja, was soll's, aber euer Diktator ist weg, da kann sich jetzt bei euch eine schöne Demokratie entwickeln. Und das ist es ja auch geworden. Das ist was ganz anderes, als wenn der Putin auf der Krim die Menschen abstimmen lässt, von wem sie unterdrückt werden wollen. Das eine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts, der nicht hingenommen werden kann. Das andere war eine humanitäre Aktion zur Rettung des Weltfriedens im Kampf gegen den Terror. Man muss eben wissen, was was ist. Da braucht man den Durchblick wie mein Bundespräsident. Joachim Gauck, ich bitte dafür, das CK zu streichen. Der größte anzunehmende Unfall als Bundespräsident, der Präsident der Herzen. Ich hätte auch gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Joachim Gauck steht in vorderster Front, wenn es darum geht, die territoriale Integrität der Ukraine zu verteidigen. Die Russen müssen die Annexion der Krim rückgängig machen, die müssen die Krim wieder rausrücken. Joachim Gauck hat wörtlich gesagt, wir lassen nicht zu, dass Länder fremde Territorien annektieren. Da haben die in Israel kurz zusammengezuckt. Die Palästinenser haben gedacht, sie kriegen deutsche Panzerabwehrraketen. Aber das war ein Übersetzungsfehler. Nein, die Palästinenser sind ja keine Kurden. Pech, Merger. Mein Bundespräsident, dieser von sich selbst besoffene Gottesanbeter. Stand am 1. September letzten Jahres bei der Gedenkveranstaltung zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Sie wissen, heute sagen wir nicht mehr, dass wir den Zweiten Weltkrieg angefangen haben. Das ist ja dieses Schulhofdenken. Der hat angefangen, nein, der hat angefangen. Das ist ja in der Politik alles viel komplizierter. Das sind ja Strukturen und Systeme und die Sprache sagt das ja auch. Kriege brechen aus. Also der Zweite Weltkrieg brach aus und wir standen günstig. In diesem Zweiten Weltkrieg sind 27 Millionen Russen gestorben im Kampf gegen das faschistische Deutschland. Und man darf ab und zu mal daran erinnern, dass Russen von Deutschland überfallen worden sind, nicht umgekehrt. Und die Russen sind nicht nur einmal aus Westeuropa überfallen worden. Schon Napoleon ist bis Moskau marschiert, um die Russen aus Paris zu vertreiben. Und ja, die russische Armee hat am Ende des Krieges furchtbare Gräueltaten begangen einer deutschen Zivilbevölkerung. Und das soll auch nicht vergessen werden. Und die Geschichten werden erzählt und zu Recht erzählt. Und da sind viele, viele Menschen traumatisiert worden. Aber in Russland erzählt man sich auch zu Recht die Gräueltaten, die die deutsche Wehrmacht und die SS begangen haben auf dem Vormarsch nach Moskau. Die Menschen sind genauso traumatisiert. Beide Seiten sind traumatisiert, nur wir eben zu Recht. Dann steht mein Bundespräsident da bei dieser Gedenkveranstaltung und bringt es fertig, in seiner Rede die 27 Millionen russischen Opfer mit keiner Silbe zu erwähnen, aber den aktuellen russischen Präsidenten Putin in dieser Rede in eine Reihe mit Adolf Hitler zu stellen. Das ist große Staatsmannskunst. Ja, ohne Hitler-Vergleich geht es in Deutschland wirklich nicht. Hitler ist die Benchmark sozusagen. Der Putin muss einfach lernen, was die Guten dürfen, dürfen die Bösen auch lernen. Der Mosi muss es ja auch lernen. Sehen Sie, der Mosi steht vor Gericht in Ägypten oder stand vor Gericht wegen Aufruf zum Mord. Das kann man doch als Präsident einer Demokratie nicht machen. Das wird der Obama niemals tun. Obama befiehlt Mord, der ruft nicht dazu auf, dass es was ganz anderes ist. Barack Obama, der moralische Gegenentwurf des Westens zu Wladimir Putin. Eine zweibeinige Flügelpfeife. Er hatte versprochen, Guantanamo zu schließen vor 6-7 Jahren. Guantanamo, ein Gefängnis, das so grausam ist, dass es immer noch Gerüchte gibt, dass es unter russischer Leitung stehen muss. Er hat Guantanamo nicht geschlossen, aber der Obama bringt keine neuen Gefangenen mehr dahin. Das ist der Fortschritt. Der Obama macht nämlich keine Gefangenen. Der lässt die Leute jetzt direkt vor Ort über den Haufen knallen, da wo sie leben. Das spart die Transportkosten nach Guantanamo und die Folterung, die Fütterung im Käfig. Das Drohnenprogramm der USA, keine Verschwörungstheorie, da sind die stolz drauf. Über 3000 Menschen haben die weltweit mindestens in den letzten 5 Jahren über den Haufen geschossen. Ohne Anklage, ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, nicht mal kurzer Prozess. Der Obama hat eine Liste veröffentlicht. Da stehen die Namen der Feinde Amerikas drauf, die kann man abknallen, sobald man weiß, wo die sind. Und wenn sie dumm daneben stehen, sind sie ein Kollateralschaden. Ne, was haben sie für schlechten Umgang? Sie können die Liste ja einsehen. Gut, die 200 Kinder, die bei diesen Drohnenangriffen getötet worden sind, die konnten jetzt noch nicht lesen. Shit happens. 4 tote Kinder im zugeschweißten Schlepper-LKW an der österreichischen Grenze. 200 tote Kinder bei Drohnenangriffen? Ob der Obama sich bei Assad schon mal erkundigt hat, ab wann man als Massenmörder durchgeht?